Sorge dafür, dass Nelson Latimer diesmal genug Geld dabei hat und außerdem schuldest du uns ja noch was vom letzten Mal. Marowski wird so einen Mist nicht mehr mitmachen. Trish. Ja, voll. Ich bin überfallen, ne? Wie, überfallen? Ich will doch noch nichts überfallen. Na gut. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei Raider in der Andrew Station. Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. In der Nähe von Andrew Station ist es zu verstärkten Raider-Aktivitäten gekommen. Sie haben Geld, Ausrüstung und Vorräte, alles von ehrlichen und fleißigen Menschen gestohlen. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstigen Belohnungen. Kann man machen. Ich kann es nicht mitnehmen. Hier, nehmen. So. Okay, das war wohl die Information. Aber eigentlich möchte ich noch... Ich möchte mal noch kurz hier das abgeben. Wo ist es denn? Das machen wir später. Das machen wir später. So, hier bei Sonstiges. Wo haben wir denn? Wir müssen doch noch Bescheid sagen. Hä? Sonderlieferung, sprich mit Jack Cabot. Das war es nicht. Travis treffen war es auch nicht. Erstatte Paul Bericht. Das müssen wir noch machen. Die Frage ist nur, wo ist denn der? Was? Gib Sheffield eine New Cola? Ist er Sheffield? Sheffield. Ich muss was trinken. Coca-Cola. Ja, hier bitte. Ja, bitte. Wie freundlich von Ihnen, Sir. So viel Großzügigkeit erlebt er bestimmt nicht jeden Tag. Na also. Oh, danke, danke. Ey, sogar ein Level-Up hat das gebracht. Hier, bitteschön. So können wir noch irgendwas quatschen. Hey, Sheffield, was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Was? Wirklich? Meinst du das ernst? Ja klar, aber was für ein Auftrag denn? Was meinst du? Na gut, dann auf nach Sanctuary Hills. Okay. Vielleicht wird das ein Neuanfang. Ja. Schöner Tag, was? Auf jeden Fall, das meinte also mit für mich arbeiten. Einfach ein Siedler von uns werden. Okay. Was sind das für einer? Ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Ein Schlagholz. Okay. Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein ja, Team Baseball. Hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Das ist kein Baseball, hey, Kollege. So wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger. Wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Die tatsächlichen Regeln. Amerikas Nationalsport. Machen wir mal hier. Es gab Bälle, Strikes, drei Bases und Home Runs. Und Punkte gab es für die Spieler, die es bis zum Schlagmal geschafft haben. Genau. Und nicht dieser Unfug, dass Leute zu Tode geprügelt wurden. Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Fragen wir mal nach Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst. Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Mhm. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Warum nicht? Um Geld können wir leider jetzt noch nicht bitten, weil es dem Kotzwerf überhaupt nicht gefällt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ja. Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir.
Und der Baseballsport dankt dir auch. Na, dann ist ja gut. Okay, das ist noch eine... Was haben wir hier? Waffen. Okay. Ach, hier ist die Frau, wenn der Roboter... Der Roboter ist dann abends da, wie es ausschaut. So, aber eigentlich möchte ich jetzt noch mit der einen Person reden. Das Problem ist nur, wo ist die denn? Ist der nicht hier in der Stadt? Der muss doch hier in der Stadt sein. Ja, hier, nach Süden muss ich dafür, oder wie, oder was? Netter Pip-Boy. Netter Pip-Boy, das sehe ich doch auch so. Ach, ist das hier... Ach, das ist... Ist das das Inn, wo der drin hängt? Frisches Fleisch. Ja, ist es. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir dann hier schon alles abgecheckt. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt tun wir erstmal dem einen Bericht erstatten, dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So, da hätten wir dich ja. Oh Mann, ich habe mehr für dich getan, als ich wollte. Überfall auf den Chem-Deal gehen. Viel Glück. Schauen wir mal hier. Ich habe von einem Chem-Deal erfahren, den Cook eingefädelt hat. Willst du mir vielleicht helfen, die Typen zu überfallen, damit wir alles einstreichen können? Oh ja, ich bin dabei. Wird endlich Zeit, dass meine Pechsträhne ein Ende hat. Das war jetzt nicht so gedacht. Laut Notiz findet das Treffen in der Nähe des Backstreet Apparel Gebäudes statt. Weißt du, wo das ist? Ja, ja. Unten am Fluss. Komm schon, ziehen wir das durch. Cook wird Darcy nicht länger belästigen. Gut. Ich wusste, du würdest das hinbekommen. Also, was ist passiert? Hat er dir Schwierigkeiten gemacht? Ja. Ja, ich musste ihn töten. Oh, wow. Nun, er hat es wohl verdient, oder? Der Bastard hätte sich das eben überlegen sollen, bevor er mit meiner Frau was angefangen hat. Wie dem auch sei. Naja. Danke für deine Hilfe. Wir sehen uns. Okay. Viel Glück. Ich hoffe, dass alles gut für dich läuft. Danke. Also so war das jetzt garantiert nicht geplant. Na gut. Okay, das wäre das gewesen. Okay, ich glaube, er sprintet schon mal Richtung... Ein Bier und meine Hausschuhe. Ja, aber echt, aber ich wollte das gar nicht. Das war voll ungeplant. Was haben wir denn hier noch alles? Okay, ein Lagerhaus. Ich gucke mich noch mal kurz hier um. Ein Haus vom Doktor. Okay, Doc Crocs Haus. Das ist sehr, sehr, sehr strange immer noch. Aber kein Problem. Mhm. Hier ist Radio Station. Da hinten waren wir noch nicht. Und hier auch noch nicht. Okay, hier kann man nichts mitnehmen. Okay, da hinten waren wir allerdings schon. So, was haben wir hier? Was habe ich dir denn gesagt, Shane? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, einen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Wasser, hier nur das beste frische Wasser. Geschäftsmann? Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Was? Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Jo, die habe ich schon, Zombie-Fan, aber danke für den Tipp. Eine Flasche Wasser? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Nee, Geld fragen wir dir natürlich nicht. Was fragen wir, was da drin ist? Was ist denn da unten? Du musst dich um die großen Sachen kümmern. Meistens ist es was, so ab der Größe eines Buchs.
Na gut, das machen wir doch kurz. Ich kümmere mich drum. Aber ist doch gleich hier. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. Ja, was denn? Na gut. Ah, hier ist der Wasserfilter. Okay, ich glaube, das Wasser ist doch verstrahlt, oder? Ja, okay. Ich verstehe schon. Das bedeutet, wir müssen mal ganz kurz hier einmal ein Red X nehmen, wäre vielleicht nicht schlecht. Schon das Red X? Hier. Damit wir mal ein bisschen der Strahlung widerstehen können. Und jetzt muss doch hier irgendwo Licht an, das ganze Zeug sein. Ein Toaster haben wir hier. Ah, da können wir uns gleich wieder vom Doktor heilen lassen hier. Ah. Ein Schädel. Ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Hab ich was übersehen? Vielleicht hier an dem Filter selber? Nö. Nö. Das weiß ich gar nicht. Ich guck gleich mal auf die Karte, nachdem wir hier diese Mission erledigt haben. Ich sehe in diesem Wasser nichts. Wieso? Es fehlen doch noch voll viele. Einen Moment mal. Bevor ich hier ewig am Rumdümpeln bin, da könnte ich doch kurz mal so machen. Auf Daten, dann hier auf Sonstiges. Und die Wasserversorgung reinigen. Dann wird mir das nämlich hier angezeigt. Aha, ein Metalleimer. Na also, so ist es doch schon besser. Eine Frostschutzmittelflasche und eine Schreibmaschine. So, das wäre das gewesen. Hoppala, Entschuldigung. Redaway kann man selbst herstellen. Aha, okay. Sieh nur, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Wieso nicht? Ah, der menschliche Schädel ist schon eine sehr gute Frage. Cheng, warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Schauen wir uns das mal an, was er Wasser hat. Aufbereitetes Wasser. Okay, aber nein, danke. Ah, nice. An der Laborstation war es, glaube ich, gell? Okay, das wäre das. Was ist denn das für ein Gebäude? Abbott's Haus. So, ich glaube, wir haben langsam mal alles abgecheckt, was es hier gibt. Was haben wir hier noch? Hier waren wir auch. Ah, hier. Okay, du wolltest ja mal gucken. Orte technisch. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen was von Norden nach Süden entdeckt. Hier Richtung Diamond City. Aber jetzt nicht so viel. Okay. Schlagholz, Schlagholz! Wer braucht ein Schlagholz? Na gut, sie. Wir brauchen angepasste Ausrüstung. Wir haben Werkbänke. Ah, okay. Größere Magazine, neue Läufe. Alles ist möglich. So, ich glaube, hier hätten wir jetzt so gut wie alles abgecheckt. Das Radix wirkt nicht mehr. Ach, was soll's. Wie sieht's denn aus hier kronkortentechnisch? Hier, da. 1055, da leisten wir uns doch noch kurz einmal eine Entgiftung. Was soll's, wenn wir schon mal da sind? Wenn du untersucht werden willst, dann los. Ja, ist ja gut. Heile mich. Wieder in Ordnung, Doc. So. Und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Ja, einmal Strahlung heilen. Strahlung. Wir bringen das. So. Gezahlt. Das wäre geschafft. Juhu. Stört dich sonst noch was? Nee, das wäre war's. Alles. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Oh, ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu finden.